Riesig war die Erleichterung in der Ostschweiz beim FC St. Gallen nach dem Sieg vor der Nationalmannschaftspause gegen den FC Luzern. Und der Sieg, der hat es dringend gebraucht nach 4 Niederlagen in den ersten 5 Spielen. Aber es bleibt in St. Gallen nur so lange ruhig, bis die Mannschaft eben auch wieder nachdoppelt. Und es ist wichtig, dass man nachdoppeln kann heute im Heimspiel gegen den FC Lugano. Neue grün-weiße Hoffnung und die Ansage der Fans an die Mannschaft, immer alles zu geben für den FCSG. St. Gallen im Vergleich zum Sieg gegen Luzern mit einer neuen Innenverteidigung. Anga zurück nach Sperre, Hagi mit Maske zurück nach Jochbeinbruch. Sein Zuspiel abgefangen und dann Lugano mit Alioski. Der Mann mit den meisten Torschüssen der Liga, 26, und bereits 4 Treffern. Und jetzt sind es 5. 0:1, 6. Minute. Luganos Topscorer hat wieder zugeschlagen. Und er ist bedient. Karim Hagi, der Mann mit der Maske, lenkt den Ball unglücklich ab. Alioski hat einen Lauf, zuletzt auch mit Mazedonien in der WM-Qualifikation gegen Albanien erfolgreich. Und jetzt lässt er Lugano wieder jubeln. Ja, so hat sich das Joe Zimbauer nicht vorgestellt. Eine Viertelstunde vorbei, wieder Alioski, Mihajlovic und Aguirre. Diesmal kann Nagy klären. Rodrigo Aguirre, die Leihgabe aus Udine, heute zum ersten Mal für Lugano im Einsatz. Und St. Gallen, eine halbe Stunde bereits vorbei. Duffer mit dem ersten Schuss aufs Lugano-Tor. Mirko Salvi erstmals geprüft, Prüfung bestanden. Und es bleibt die einzige für ihn in der ersten Halbzeit. Probleme hat Lugano nur außerhalb des Spielfelds. 0:1 zur Pause oder wenn der Gesichtsausdruck nicht zum Outfit passt. Zweite Halbzeit. St. Gallen muss sich steigern. Doch es ist Lugano, das besser aus der Kabine kommt. Die Gäste weiterhin agiler, Wiefer, schneller, Rossetti und Lopau. Gerade mal eine halbe Minute nach Wiederbeginn. Lopa wird von seinen Vorderleuten mal für mal im Stich gelassen. Auch hier wieder. Rossetti. Aguirre 0:2, 56. Minute. Rodrigo Aguirre, der Uruguayer, krönt sein starkes Debüt mit dem Tor. Ausgangspunkt ein leichter Ballverlust von Schulz. Dann Rossetti mit Übersicht und Aguirre mit Tempo und Präzision. Das St. Galler Unheil nimmt seinen Lauf. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, das ist die bittere St. Galler Realität. Von wegen Aufwärtstrend, St. Gallen einfach nur schwach. Schon wieder Lugano. Josinovic, kein Handspiel, weiter geht's. Wird nicht am Flanken gehindert und Bicinocchi fast mit dem 0:3. Das geht so einfach und das kann auch Dölf Früh, dem Präsidenten des FC St. Gallen, nicht gefallen. Ein Tunnel als Höhepunkt, als brotlose Kunst. St. Gallens Auftritt langweilig. Vielleicht hilft ein Standard. Gaudino mit dem Freistoß. Nein, keine neue Hoffnung auf eine Wende in diesem Spiel. Oder noch nicht. 83. Minute. Eckball Gaudino. Der eingewechselte Schabi. St. Gallen bekommt nichts auf die Reihe. Macht heute definitiv keine Freude. Also weg. Noch vor Abpfiff verlassen die ersten der gut 11.100 Zuschauer das Stadion. Lugano gewinnt, feiert einen wichtigen, wertvollen Sieg. Und in der Ostschweiz brodelt schon wieder ein schwacher Auftritt, ein bitterer Abgang von Joe Zimbauer und wieder unerfüllte Erwartungen beim Präsidenten. Wir wissen, dass das intern alles ruhiger ist. Nach außen wird immer natürlich der Druck kommen.
Wenn man so spielt wie heute, dann kommt der Druck automatisch, weil das war halt einfach eine schlechte Leistung von uns. Das muss man auch deutlich so sagen. Es sind und bleiben schwierige Zeiten für St. Gallen. Jubelbilder gibt's aber trotzdem. Da in der Ecke feiert Lugano.